Schlepper mit einem Motor, der 5500 Umdrehungen leistet bei 7,5 Liter Hubraum. Er bekommt hier jetzt die grüne Flagge. Etwas unsanft unterwegs, der italienische Prostock. Dieseltreibstoff, die Italiener sind eh groß im Kommen. Stefan, du schon mal in Italien auf einer Veranstaltung gewesen? Ich würde gerne mal hinfahren. Ich auch, leider noch nicht geschafft, aber mal gucken, wenn ich dieses Jahr irgendwie Zeit habe und irgendein deutsches Team oder das Bremswagen-Team ist ja auch eventuell mal in Italien zu Gast. Vielleicht kann ich nochmal irgendwo aufspringen und mir das mal alles live angucken. Auf jeden Fall sehr interessant, was man da auf den Homepages immer sieht, die Fotos, die Videos, die hochgeladen werden. Also das ist ein riesen Happening da unten in Italien. Wir wissen den Sport auch richtig zu verkaufen.